Wir haben leider kein Fenster, guck mal. Nur eine Wand. Ich auch. Like what? Gerade hier angekommen und haben erstmal so einen richtig coolen Maskenautomaten gesehen. Ja, man kann nur mit Kreditkarte und dann kann man sich eine Maske kaufen. Und hier neben in Pink gibt es einen Schminkautomaten von Benefit. Also da bezahlst du echt und dann kriegst du hier deine Schminke. Wir waren jetzt gerade hier in der Garage und haben probiert, uns ein Auto zu mieten. Wir hatten schon eine Reservierung gemacht, als wir noch zu Hause waren. Und wir waren super glücklich, dass wir es gefunden hatten, denn online stand, dass man nur 19 Jahre alt sein muss, um ein Auto zu mieten. Dann sind wir jetzt aber da gerade zum Schalter gegangen und die Frau hat uns erzählt, dass wir 20 Jahre alt sein müssen. Bedeutet, ich kann schon mal nicht das Auto mieten. Meine Freundin Christina ist aber letzte Woche, wie ihr wisst, von unserem Boston-Ausflug 20 Jahre alt geworden. Deswegen wollten wir dann, dass sie das Auto mietet. Und das hat dann aber auch nicht funktioniert. Und jetzt suchen wir gerade nach einer anderen Company oder so, die uns ein Auto vermietet. Die meisten haben schon zu und andere sagen, man muss 21 sein. Also hier stecken wir gerade erstmal am Flughafen fest. Fuck Herz. Wir werden wahrscheinlich heute Abend kein Auto mehr kriegen. Wir haben uns jetzt ein Uber geholt für 60 Dollar, weil unser Hotel so ungefähr eine Dreiviertelstunde weit entfernt ist. Und wir einfach keine Möglichkeit haben, jetzt noch ein Auto zu mieten. Das müssen wir dann morgen früh machen. Yay, wir sind endlich im Hotel. Also unser Zimmer ist eigentlich voll nice. Aber da ist eine Spinne im Klo. Also wir waren gerade beim Manager, der unten an der Rezeption gearbeitet hat und er hat gesagt, dass wir ein anderes Zimmer kriegen, weil er auch Angst vor der Spinne hat. Und dann war da noch eine Putzfrau oder ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber sie hat auch gesagt, dass sie die Spinne nicht wegmachen möchte und sie haben uns einfach ein anderes Zimmer gegeben, also jetzt haben wir ein anderes Zimmer. Crazy day. Finde ich aber gerade sehr scheiße. Also, wir haben endlich unser Essen gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber wir haben beim Drive-Thru-Window bestellt, weil innen schon zu war. Also ein kleines Update, heute ist Tag 2 und ich wurde von den beiden aufgeweckt um 8 Uhr morgens. Oder eigentlich schon um 7, weil ich habe darin Alarm gehört. Und ich bin erst ins Bett gegangen um 2, deswegen sehen wir so aus, wie wir aussehen. Anyways, sind wir gerade essen hier im Waffelhaus. Hatten wir eigentlich alles included, wie Breakfast, Pool und Gym. Aber wegen Corona ist der Pool zu und das Gym zu und Frühstück gibt's auch nicht. Die haben nur so kleine Tüten abgepackt, die ich euch mal zeigen kann. Und da ist einfach nur ein Wasser drin, eine Orange und ein Mini-Muffin, wovon man nicht satt wird. Ja, ist einfach so klein. Deswegen sind wir jetzt essen gegangen, hier im Waffelhaus. Guck mal das an. Wir haben ein Auto gekriegt, yay! Und es ist auch voll hübsch. Wir sind gerade zum ersten Mal mit dem Auto gefahren, das war mega cool. Irgendwie fährt das Auto so richtig schnell und man kriegt es gar nicht mit. Und jetzt sind wir gerade bei Clemson University angekommen. Und das hier ist deren Footballstadion. Wir haben gerade was Cooles entdeckt und zwar haben die hier ein Gaming Room und da ganz hinten ist eine Bowlingbahn. Die haben also eine Bowlingbahn am College. Und die Fenster schwitzen, genauso wie wir uns fühlen. Jetzt sind wir gerade bei Aldi einkaufen. Jetzt sind wir gerade in einem Jersey Store, wo man halt die ganzen T-Shirts und Pullover findet. Ich finde hier das cool, auch wenn das so in XXL ist. Aber dann nehme ich das so als Kleid oder so. Das hat sie sich ausgesucht. Wir exploren gerade die Area und sind hier bei einem Park. Wir sind jetzt gerade im Restaurant. Ich esse eine Calzone, sie eine Pizza, sie einen Burger. Angeblich alle Köche und alle Kellner super heiß sind, deswegen gucken meine Schwester und sie die ganze Zeit an. Hey Leute, heute ist Tag 3 oder 4, keine Ahnung, wir haben es vergessen zu zählen. Auf jeden Fall macht meine Schwester gerade den ACT, was so ist wie der Abi-Test in einer Highschool hier. Das ist auch der Grund, wieso wir hierher geflogen sind. Und Christina und ich haben uns gedacht, dass während sie das macht, wir nach Mystic Falls fahren, dort wo The Vampire Diaries gedreht wurde. Und wir sind gerade angekommen nach ungefähr 2,5 Stunden Autofahrt und jetzt wollen wir euch das mal zeigen.
Private Residence, no private. Da steht extra so ein Schild Private Residence, damit da niemand drauf geht, weil alle halt hierher kommen, die Fans sind. Und jetzt sind wir gerade bei dem Caroline Forbes Haus. Das sieht gar nicht so aus. Auf der Parkbank gesessen haben. Und dann sind die ja auch manchmal da hochgesprungen und haben da oben gesessen. Wir sind jetzt gerade in dem Mystic Falls Grill drin. Grill. Und angeblich sind da Signatures, Autografen und so, die wir uns jetzt angucken dürfen. Wir haben gerade unser Essen bestellt. Ach, hier sind die alle. Essen vom Mystic Grill. Und sie hat einen Salat. Wir sind gerade spazieren in dem Wald. Hier sind überall Schildkröten im Wasser. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählt hatte, aber die Typen, denen wir unsere Nummer gegeben haben, die haben uns beide angeschrieben. Es hat also funktioniert. Und heute ist unser allerletzter Tag. Wir müssen jetzt aus dem Hotel. Wir müssen jetzt aus dem Hotel ausreisen. Und let's go. Morning Hike. Und hier ist ein hübscher See und urkrass hübsche Häuser. Und hier laufen wir jetzt einmal rum. Heute mal wieder 36 Grad. Und wie es aussieht, hat es hier auch lange nicht mehr geregnet, weil der See ist jetzt super klein und hier ist normalerweise der See und der ganze Boden ist aufgecrackt. Wir holen uns jetzt gerade leckere Ice Cream. Ich hole mir diesen Snickers Shake und man kann sich hier so eine coolen Waffelbowls holen. So, wir haben jetzt gerade Christina zum Airport gebracht. Die fliegt jetzt gerade nach Hause, weil sie morgen arbeiten muss. Und das hier ist unser neues Zimmer. Erstmal komm. Das kommt auf YouTube. Und ja, ganz cute. Wir haben hier auch einen Pool. Ich weiß nicht, ob man den von unserem Fenster aus sehen kann. Nee, kann man nicht. Aber der Pool ist leider geschlossen wegen Corona. Und Frühstück gibt es auch nicht morgens, sondern wir müssen runtergehen und die haben so Lunchbags schon vorbereitet mit Essen drin und man muss sich die einfach nehmen. Naja. Hier steht mein Name auf dem Fernseher. Wir sind jetzt gerade bei Furman University. Heute ist unser allerletzter Tag hier und in ein paar Stunden geht es zum Flughafen. Und die Uni ist richtig krass hübsch. Meal, bevor wir nach Hause fliegen bei Schlotzkis. So, wir sind jetzt gerade in der Parkgarage und geben jetzt das Auto ab. Da müssen wir schnell zum Flughafen und einchecken. Das Auto war außerdem mega. Das ist ein Toyota Camry LE oder sowas. Und ich fand, der fährt sich richtig gut. Aber wenn man beschleunigt, dann braucht er eine Weile. Und das ist so mein einziger negativer Punkt. Aber sonst finde ich auch alles richtig cool von der Musik her und so. Und es hat in den ganzen 4-5 Tagen hier nicht geregnet.
und auf einmal regnet es so richtig krass. Der Flughafen ist außerdem richtig mini und beim Security-Check-In, da waren wir so die Einzigen. Man wird so richtig ausgefragt, weißt du, weil die sich halt die Zeit genommen haben dafür.